So, jetzt läuft die Aufnahme. Hallo, Arthu. Hallo. Okay, da lächelt er nicht. Wir haben gerade ein Foto gemacht, da lächelt er nicht ganz so creepy. Aber der Hochelb, der hat ganz, ganz weirdes Grinsen drauf. Er sieht schon ein bisschen... Serienmörder gucken wir schon auch so. Okay. Nein, Spaß beiseite. Wir sind jetzt hier in Sarenfurt beim Lager der... Alter, deine Augen, ey. Oh Gott. Hilfe. Guck dir besser nicht mehr hin. Genau. Wir sind jetzt hier bei den Waldläufern und Halberat sieht ganz schön angeschlagen aus. Den treffen wir später ja auch noch ein paar Mal. Denn Meneldir hat seinen besten Freund tot im Gebüsch gefunden, der eigentlich noch leben sollte. Also er hat das gehofft und jetzt... Hey. Was? Wie hast du das jetzt gemacht? Die Quest abgeben. Ich versuche hier gerade was zu erklären, Mensch. Kannst du mal aufhören, hier rumzuzaubern? Jetzt lässt es auch noch schneien. Genau, also eigentlich hat er Angst gehabt und wollte hier gar nicht her, weil die ihn verstoßen haben. So, jetzt Ende aus. So, ich rede mal mit dem, ja? Wenn ihr ein Freund der Waldläufer des Nordens seid, seid ihr hier willkommen. Ihr sagt, also, ihr habt eine Warnung für mich, Meneldir. Ich habe Wiederbeleben gelernt. Dann sprecht sie aus und verschwindet. Stimmt, du bist ja Hochelb, das vergesse ich jedes Mal. Mhm, da kannst du wiederbeleben. Wie lange hat denn das Cooldown? 30 Minuten. Oh, das ist gut. Das ist gut, das ist gar nicht so lang. Okay, cool. So. Wir sollen mit Galasept dir, was ist das für ein Name? Mein Gott, das kann ich gar nicht aussprechen. Nordöstlich von Sarenfurt. Südosten ist Netur und wir sollen drei Waldläufer-Vorräte aus der Nähe suchen. Unsere Entschlossenheit darf nicht wanken. 23, wollen wir die annehmen, oder? Räuber. Werdet ihr uns helfen? Ja. Na gut, für mich sind die weiß, lustigerweise. Ich hab noch ein halbes Level vor mir. Naja, machen wir es halt mit, ist ja gleich da. Ich mach mal hier schnell. Sammle ein paar Steine und mach eine Bauerheide. Irgendwo soll ich doch eine Mauer bestimmt. Jetzt bin ich noch Maurer geworden. Achso, ein Steinmeister soll die Fläche auch anklicken. Hallo. Huch. Ja. Bringt die Steine an die Sarenfurt und... Ach, warte, der hat... Fertig. Das Böse verbirgt sich. Okay, das war einfach. Der neue Handwerksberuf, Maurer. Ja. Einfach mal so schnell gelernt. Alles hinter uns. Okay, alles ist hier hinter zum Finden, Töten. Brauchen eigentlich die Orksis? Nö, nur fürs Bedede. Und sonst? Hier soll ein Räuber sein? Das ist ein Wolf. Ach da, Netur. Etwas hat die Wölfe zur Raserei getrieben. Ja, Reiserei, Wölfe, wuhu! Oh. Okay, achso, nächste Mal noch hier. Nochmal. Diesen Leck. Ah, ich heil dich. Du siehst gut aus, alles gut. Dir geht's gut. Ah, jetzt wieder. Oh ja, ich stehe da rum und nichts passiert. Hä, ich hab mir doch gerade die Foto genommen. Okay. Oh, noch ein Feuerchen. Ja! Es gibt gegrillten Bär! Hoho! Ich glaube, wenn das Fell brennt, ey, das muss stinken ohne Ende. So. Müssen wir irgendwie noch weiter hier runter, ne? Sieht so aus, ja. Oh, noch den weg. Zack. Hä? Ich dachte, wir sollen irgendwelche Räuber. Ja, einmal frei. Da ist ein Räuber. Der zählt nicht.
Habe ich mich gerade so verlesen? Ach, kann das sein, dass das die Waldläufervorräte sind? Sprech mit jemandem. Das ist woanders. Aha. Doch. Bezwingt Räuber in Gerberath. Wo ist das schon? Ach, da hinten. Oh, uff. Weiter weg. Aha. Bock springen. Ach nee, ist was anderes. Ey. Mal hier ist doch irgendwo eine Markierung gleich. Da. Laut Questmarkierung hier. Hm. Ach, da. Sehr schön. Achso, es gab noch eine Armkette. Gut. Truhe ist schon offen, ich loote die einfach nochmal. Ach so, ich schließe sie dann wieder. Sehr gut. Hä? Nordöstlich von Sahnfurt und ein Vorrat. Okay. Oha, verwüstet. Ach, da ist der Vorrat. 210 Trefferpunkte, jawoll. Oh. Imba. Jetzt fällt alles um. Ja, musst dir vorsehen. Ich hier ums Eck komme, oder? Da wächst kein Gras mehr. Da, Galasept. Kann ich gar nicht aussprechen. Galaseptir? Galaseptir oder so? Irgend sowas. Gott. Haben sich die Eltern nur dabei gedacht. Arme, es greifen unsere Arme an. High five. Haha. Okay. Oder. Ach nee, nochmal. Okay, nochmal. Ich dachte schon. Das war knapp. Okay, jetzt ist euch. Einfach so verschwunden. So, spring rauf. Das gehen würde, jetzt würde ich so feiern. Auf den Bären reiten, jawohl. Ich habe Halberath gewarnt. Er will uns nicht glauben, aber er muss. Und dann verwandle ich mich wieder in einen Mensch und schmeiß dich runter, so im Sprung, so bäm. Nein, würde ich nie tun. Aber ich denke drüber nach. Ich habe was gefunden.
dachte ich mir. Ich danke euch, dass ihr diese Vorräte gesammelt habt. Wir werden sie brauchen. Ich werde euch erzählen, was geschehen ist. Okay, jetzt reicht's. Die Nacht war über den 21. September hereingebrochen, als unser Mut auf die Probe gestellt wurde. Es ist ein unnatürlicher Nebel aufgezogen, der die Umrisse der ganzen Landschaft verändert hat. Wir wurden von einem Gefühl des Grauens gepackt, das wir so noch nie erlebt hatten. Die Toten erheben sich! Die Toten! Die Hügelgräber sind leer! Dunedain! Gebt eure Angst nicht! Du liest schon, okay. Ich spreche ab. Hör zu lesen. Kleine Schutzkunde, okay. Vorwärts, Dunedain! Was ist das? Ein Pferd? Da ist noch einer. Pferd. Pferd. Ihr habt hier nichts zu suchen! Verlasst dieses Land! Feuerwerk! Niemand kann vor uns bestehen. Zurück, üble Kreaturen! Und kehrt niemals zurück! Das geht. Jawoll, lass krachen, Jungs. Adi. Aber so was von. Haltet Stand, Dunedain! Beschützt das Auenland! Oh. Die Zahl der schrecklichen Geister. War 9. Bitte. Beweglichkeit. Jetzt ist es umgedreht. Jetzt ist Macht unten. Eben gerade war Macht oben. Viele jawohl! Wurden durch den Angriff über die Südhöhen verstreut. Oh. Wer die Südhöhen durchsuchen neuer will, sollte bei Karanost beginnen. Ja. Also mehr als das Doppelte an Rüstung. Ah. Ja, damit. So. Sowieso neues Zeug bauen. Scharmützel verfügbar. Aha. Bäh. Okay. Müssten wir aber noch machen, die Einführungsquest. Irgendwann brauchen wir sie ja eh. Stimmt. So. Gehen wir noch kurz die Räuber machen oder lassen wir das sein? Können wir schon noch machen. Die wäre blau. Ja, so. Lass uns doch mal hindüsen. Vielleicht droppt ja was Cooles. Eventuell. Das war dort hinten bei der Festung. Jetzt erinnere ich mich. Da habe ich mal den Eingang gesucht, wo man auch eine Mission macht. Stimmt. Kann sein, ja. Ich glaube, man kommt irgendwie von links ran. Ich habe es von rechts probiert, aber das ging nicht so gut. Ich würde eher von links und dann dem. Auf der Karte siehst du gar nichts. Das ist ja allein, weil diese Banderole da vor ist. Aber ich glaube, links war besser.
Erstmal ein Ork. Quest. Oh. Gutherz. Oh, Felix. Seid gegrüßt, Reisender. Oh, natürlich, natürlich. Es gibt einen Helm. Das sieht eigentlich ziemlich nice aus. Bezwingt Idval Rotklaue und Emrys Rotklaue. Natürlich. Sind irgendwo in diesem Gebäude. Nein, das wollte ich gar nicht. Sehr schön, den Rücken geschossen. Fantastisch. So. Da kommt eine Putt und der ist halt Signatur. Ah, das geht nicht. Das geht super. Solange es nicht so viel werden, ja. Oh. Verderbtheit drauf, ne? Ja, ich sehe es, aber ich kann es nicht wegtun. Okay. Und hier ums Eck. Noch einer, ja. Da steht der Rotauge. Rotklaue, so Rotklaue. Was? Alter Finne, was? Ach, der hat ganz krass Verderbtheit drauf. Ich hab die aber genommen. Das ging auch. Uff, uff, uff. Aua. Alter. Oh, das war ja instant, du. Bumm, zapp, tot. Krass. Ah, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Leben voll, puff, Leben weg. Ja, ne? Weil ich habe da gerade noch dieses, die Heilung draufgehauen. Nicht einmal die Chance gehabt, überhaupt einen Heiltank zu trinken, gar nichts. Hä? Ich habe gesehen, Verderbtheiten. Ich habe das direkt Rache der Natur, ne? Es nimmt ja so einen Effekt direkt drauf gemacht. Und ich habe auch diese lilanen Sachen gesehen. Aber da. Das ist ja der Effekt dafür. Ich glaube, der hat einen schnellen Respawn, der Typ. Ich glaube, das ist doof, wenn wir hier in der Ecke stehen. Müssen wir da irgendwie raus. Der andere ist, glaube ich, da oben. Das ist halt immer noch das, was ich ein wenig komisch finde. Ist zwar schön, wenn es dann schwerer ist und Schaden ist, aber wenn du siehst, dass er verdarbtet hat und du bist instant tot, dann, das ist dann, jo. Ja, da kann ich dann auch machen, was ich möchte. Das funktioniert nicht. Da kann ich auch gar nicht reagieren und dann, ja. Ja, wie gesagt, kann er dann mal einen Heiltrank drin nehmen. Gar nichts. Zack, bumm, tot. Heftig. Was? Der ist hier oben. Ja, nee. Kannst du tracken? Da nein, gleich. Ja, warte mal. Machen wir alles gut, alles gut. Alles gut, alles gut. Hä? Ich hab dich doch geheilt. So, ich hab keine. Schon Heil dran genommen. Ich kann gerade nichts aufbauen. Jetzt. Keine Wut. Sollte es voll sein.
Warte mal, ich track einmal. Das Ziel ansehen. Hä? Dann oben oder was? Muss doch oben sein, weil der trackt mir zwar, der Punkt ist hier, wo ich jetzt stehe, also muss es oben sein. Ja, okay. Ah ja, ich sehe ihn. Und eine Tafel. Okay, warte kurz. Ja. Okay. Easy. Ja. Manchmal verstehe ich das nicht. Ja. Ganz, ganz klein steht da wirklich was drauf. Und man kann We will be come, also man kann sogar ein Teil davon lesen. Interessant. Ich habe es gar nicht drauf geachtet, ich wollte bloß schnell nehmen und weg. Da. Brauchen wir noch was? Nee. Verstreute Waldläufer, bla, nö. Eigentlich müssen wir bloß mal mit der Dame reden. Knack. Wollte gerade abrollen, puff, hat sich das Bein gebrochen. Hm. Ach, sowas aber auch. Nein, muss das machen. Danke. Uss, das war wieder sowas. Ja. Du hast ganz toll das eine Bein angehoben, um zu schießen. Ah, von der Seite hat sie dich gesehen. Das war knapp. Sehr schön. Der hat ein 4 gekriegt, das passt. Oh, gut getimed. So, die Dame ist ja da unten. Hier vorn, besser gesagt. So. Willkommen, einen Freund. Neuen Hut. Hä? Interessant, den Hut habe ich schon. Ich krieg den gleichen Hut nochmal. Ja. Für mich wäre eh schlechter. Komisch. Na, was soll's. Ja. Einmal zu dem Waldläufer zurück. Und dann würde es ja schon theoretisch weitergehen. Entweder nach Karanost oder Richtung Norden, weiter Richtung Andraf. So. So. Boah. Und dann ist gar nicht mehr so viel hier. Da muss man schauen, was wir für Level sind und wo wir dann weitermachen. Ja, überlege ich auch schon. Ich denke, bis wir da durch sind. Gut, bis 30 wird es wahrscheinlich nicht gehen. Na gut, ja, ja. Ich bin jetzt bald 26. Ja. Ah, es könnte schon noch. Also ich rechne so mit, sagen wir mal, 29. Dann vielleicht einsam lande. Ob Redan können wir voll überspringen. Ja, das kann man lassen, außer wir wollen das Buch nachholen. Ach so, das Wolf. Buch, ja. Das müsste man dann entweder jeder selber machen. Ich glaube nicht, dass wir das dann machen wollen. Das ist dann Stufe 15, was das dann ist. Das ist ja dann. Ja, das könnte man so einfach mal nachmachen, bestimmt. Nordhöhen sind, glaube ich, ein bisschen zu hoch.
Wenn wir die anfangen. Ich glaube, das war alles noch ein bisschen höher als einsame Lande. Also die Quest, die habe ich ja schon gekriegt. Du ja auch. Wo ist es denn? Bei Nordhöhen könnte eigentlich auch gehen. Zumindest die Anfangsquest. Jeder bis 35 kann es maximal dazu sein. Kommst nach Esteldin. Aber Esteldin ist so 28, ne? 28, oder 30. Ja. Ja. Hm. Die ist auch nisch. Müssen wir dann schauen. Was bereitet euch Sorgen? Okay. 24 macht. Hey. Alter Finne! Ja, GG! Nice. So. Ach, jetzt kann ich mich an ein Camp binden. Auch schön. Oh ja, das ist gut. Lagerfeuer ist gut. Aber von hier haben. Ne, Karanost haben wir noch nicht entdeckt, ne? Seid gegrüßt. Nein, haben wir noch nicht entdeckt. Okay. Wieder zurück nach Herrn reiten und dann von da aus weiter. Wird, glaube ich, das schnellste sein. Was kann ich für euch tun? Das ist eine gute Idee. Ja, machen wir. Das noch ein bisschen abkürzen. So. Dann ist das doch hier die Straße, oder? Ich würde lieber auf der Straße so ein bisschen abkürzen können wir ja. Warte mal, geht das hier so durch das Gewölbe durch? Ja, so ein bisschen. Ah, dark. So viel zum bisschen abkürzen. Aber hat mich nicht getroffen. Schnell so um die Steine, so flink. Ja, wie ein Wiesel. Mhm. Mit, ja, nur so ungefähr 500 schwerer, 500 mal schwerer, aber egal. Ach, aber hat mich nicht getroffen. Das ist schon gut. Genau, dann über die Brücke. Dann darüber. Das ist doch toll. Denn wenn wir in Karanost ankommen, müsste es zeitlich auch passen, dass wir wieder mal am Ende der Folge sind. Haha. Unglaublich. Stimmt. Also wieder, wenn ich spiele, das habe ich in ganz vielen Let's Plays, wenn ich selber spiele, dann merke ich das überhaupt nicht, dass die Zeit weg ist. Ich gucke immer so, was? Ich bin schon wieder bei 45 Minuten, wie habe ich das denn gemacht? So. Und wenn ich das Let's Play gucke, dann kommen mir manchmal, also nicht immer, aber manchmal kommen mir die Zeiten ewig vor. Ja, stimmt, ist meistens so, ja. Weil, wenn du zockst, also wenn du selber irgendwie spielst, dann musst du erstmal gucken, okay, wo muss ich jetzt erstmal hin? Dann guckst du auf die Karte, dann hast du vielleicht auch Kämpfe, die ganz schön knifflig sind und auch dauern, die dauern recht lange. Weißt du, und denkst du so, Alter, und da, und noch ein Gegner, und nein, jetzt hat er den ausgelöst. Und dadurch kommen solche Zeiten zustande und dann läppert sich das. Da ist Karanost. Und schick. Oh, sieht nicht schlecht aus, ja. Weil es sieht scharf aus vom Weiten. Das ist cool. Das ja. Ah. So. Ich glaube, wir konnten. Nee, wir konnten hier nicht irgendwie abkürzen. Ich glaube, über die Steine kommt man nicht. Über den Berg da. Ja, ich glaube, das war ein bisschen zu steil, dass man da irgendwie. Ich weiß nicht, ob es hier. Ich probiere es mal. Das sieht ein bisschen sanfter aus von der Steigung. Ja, aber das hier. Ah. Nee, da ploppt eine Quest auf. Verfallenen Türme. Geht das hier? Ja, ja. Wenn man sich so ein bisschen hochglitscht.
Ja, der Gräber macht gar nichts, okay. So untypisch für diese Viecher. Ey, komm schon, spring, spring! Muss man den Turm jetzt erkunden oder was war das? Ach, ich weiß auch nicht mehr. Ah, doch. Südwestlich zentral. Okay. Natürlich, ich leide ins Wasser. Ah, ja, stimmt. Ich erinnere mich dran. Das ist tiefer, als es eigentlich aussieht. Das ist so eine kleine Pfütze und dann gehst du runter. Ja, genau. So. Es freut mich, nach diesen Tagen freundliche Gesichter zu sehen. Ach ja, hier sind das Elbenpärchen, die beiden. Hier. Und ganz viele Orksies. Da kriegen wir das Ability auf jeden Fall noch mit der ersten Stufe locker voll. Ich danke euch für eure Und der hat einen Raufbold gerettet. Ja. Und verarztet den. Reisender. Und hier ist doch auch noch ein Stallmeister. Genau, den machen wir auf jeden Fall auch noch. So. Attila sammeln und. Seid gegrüßt. Ich bin mich hier mal sicherheitshalber. Ja, stimmt. Das ist ein guter Portpunkt. Herne. So. Okidoki. Ja, dann müssen wir euch jetzt leider verlassen. Es ist schon wieder soweit. Uff. Hm. Vielen lieben Dank, Herr Adro, für diese kleine Runde heute am Wochenende. Oh Gott, ey, so glücklich. Ich träume davon, wenn du so weitermachst. Es ist so. Ja, wir sehen uns wieder. Das war unsere Aufnahmesession am Samstag. Jo. Ja, ne? Macht's gut, ihr da draußen auf YouTube. Bis zum nächsten Mal. Und Zukunft zu Arturo, der sich das hier antut. Genau. Oh Gott, ey, ich mach aus. Alles klar, macht's gut. Tschüss.